So, hi Freunde, wieder zurück beim Assassin's Creed, vor allem. Nee, bei Alter Ihr, der jetzt auf den Marktplatz laufen muss, der da unten, der sich hier unten befindet. Und da vorne sind auch schon die zwei Leute, die wir belauschen müssen. Und ich würde sagen, können wir das von hier aus machen? Nee, geht leider nicht. Okay, wir müssen da hinten auf die Bank. Und von dort aus können wir die dann belauschen. So, anvisieren und Kopftaste zuhören. Ich weiß, was ich sah. Masun öffnete das Tor. Er ließ die Templer herein. Das müsst ihr Al-Mualim berichten. Ich kann nicht. Masun war nicht alleine. Jemand in der Festung hat ihm geholfen. Wie kommt ihr darauf? Er tauscht Briefe mit jemandem aus. Der Korbmacher überbringt sie für ihn. Das ist kein Grund zu schweigen. Ah, aber der Korbmacher hat ihm direkt vor dem Angriff einen Brief übergeben. Mich deucht, er enthielt den Befehl, das Tor zu öffnen. Dann sprich mit dem Korbmacher. Er kann Masuns Komplizen benennen. Er ist verschwunden. Versteckt sich aus Angst, hineingezogen zu werden. Wahrscheinlich hat er sich in seine eigenen Körbe verkrochen. Okay, den Korbmacher, den finden wir jetzt. Ja, und der wird uns erstmal weiterhelfen. Ach, da hinten ist noch eine Flagge. Moment, aus dem Weg, danke. Und zack. Lass mich durch. Guten Tag, die Dame. Hey, euch kenne ich doch. Ja, ich bin der aus dem Fernsehen. Ach nee, warte. Andere Sehne. Okay, Moment, ich muss hier hoch, oder wie? Wann wird er mit dem Wollt ihr mich jetzt hier verarschen? Ich muss hier hoch. Hallo? Warum kann ich hier nicht hoch? Habt ihr das gesehen? Jetzt. Und so. Hier ist der Korbmacher. Bitte, nur einen. Wir haben bei dem Angriff alles verloren und nun haben wir keinen Platz für unser Getreide. Ich kann jetzt nicht. Habe zu tun. Ist das wegen dem Brief? Welcher Brief? Der Brief, den ihr bekamt, als ich herkam. Schlechte Kunde? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Hört, ich werde sehen, was ich tun kann. Aber bitte, ich muss jetzt allein sein. Kommt später wieder. Wie ihr wünscht. Überhaupt nicht auffällig, Alter, ihr. Muss ich dir echt mal sagen. Du hast echt drauf. So, den schnappen wir uns. Beziehungsweise seine Tasche. So. Ach, der hat einen Zwillingsbruder, wusste ich gar nicht. Geht jetzt und ich lasse euch leben. Das wollen wir mal sehen, wer hier wen am Leben lässt. Jetzt verarsche ich doch nicht. Geht doch. Sag mal. So. Wo genau müssen wir denn jetzt hin? Wir müssen jetzt Gewalt anwenden anscheinend, bei dieser Faust. Oh, jetzt juckt meine Nase. Verdammt. Moment. So, okay. Da ist noch eine Flagge. Die hole ich mir. Dankeschön. Ich glaube, es ist die fünfte, oder? Ne, die vierte. Wir stehen auf der Schwelle zwischen dieser und einer neuen Welt. Einer besseren Welt, in der alle Menschen gleich sind. Aber Männer wie Al-Mualim möchten diesen Traum zerstören. Oh, Alter, ihr lauft doch jetzt nicht so rum. Bleibt einfach mal stehen. Mehr werden folgen, geht doch. Bis ihr bereut. Gebt eure verschlagene Lehre auf. Erhebt euch gegen den Verrückten von Masyaf. Durchschaut seine Lügen. Also ich durchschaue jetzt mal deinen Tascheninhalt. Mein Freund. Den holen wir uns. Den schnappen wir uns. An einen abgelegenen Ort. Folgen Sie den Despoten an einen abgelegenen Ort und schlagen Sie ihn. Um ihn zum Reden zu bringen. Okay, abgelegen hier mit den... mit den Wachen? Na, so abgelegen ist das hier nicht. Obwohl, die sehen ziemlich abgelegen aus. So, mal ein bisschen schneller laufen.
So, auf geht's. Jetzt kriegt er eins aufs Maul. Du Penner! Es reicht! Es reicht! Sag mal, hast du geübt? Der will mich doch verarschen, der Typ. Der will mich doch echt verarschen. Das gibt's doch nicht. Mache ich irgendwas falsch? Ich muss einfach nur schlagen drücken. Auf geht's. Genug, ich beuge mich. Dann sprecht geschwind. Ich habe kein Interesse an euren Spielchen. Warum habt ihr uns betrogen? Und in wessen Dienst steht ihr? Wir dienen den Templern. Das solltet ihr auch. Ihre Sache ist gerecht. Wir? Jamal, er hat mir von ihren Plänen erzählt, bat mich, das Tor zu öffnen. Ihr habt uns verraten. Uns, die euch einen Bruder nannten und euch Schutz gewährten. Jamal ist also der Maulwurf. Ich tat, was ich für richtig hielt. Und wenn ihr mich dafür töten müsst, so sei es. Ich fürchte den Tod nicht. Es ist nicht an mir, euer Schicksal zu entscheiden. Al-Mualem wird richten. Spule zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Dann tu das. Man wirft euch vor, die Bruderschaft verraten und dem Feind die Tore geöffnet zu haben. Was entgegnet ihr diesen Vorwürfen? Ich leugne nicht. Ich bin stolz auf meine Tat. Ich bereue nur, dass ich scheiterte. Ich gebe euch Gelegenheit, Reue zu zeigen. Dem Bösen in eurem Herzen zu entsagen. Es ist nichts Böses in meinem Herzen. Nur Wahrheit. Ich bereue nichts. Dann werdet ihr sterben. Und zwar jetzt. Ihr habt euch bewährt, alter Ihr. Und erneut das Recht erworben, eine Klinge zu tragen. Na, endlich! Was wird aus dem, der ihm geholfen hat? Das bleibt abzuwarten. Manche tun Böses aus Furcht oder Unwissenheit. Diese Männer können gerettet werden. Andere leiden unter kranken Vorstellungen. Da liegt unsere Klinge. Der Geist ist verdreht und vergiftet. Diese Männer müssen vernichtet werden. Bald schon werden wir wissen, zu welcher Sorte Jamal gehört. Dann habe ich eure Prüfung bestanden. Was nun? Oh mein Kind, wir haben gerade erst begonnen. Ich habe eine Liste mit 9 Namen drauf. 9 Männer, die sterben müssen. Es sind Unheilstifter, Kriegstreiber. Ihre Macht und ihr Einfluss zerstören das Land und lassen den Kreuzzug andauern. Ihr werdet sie finden, sie töten. Wenn ihr dies tut, sät ihr die Saat des Friedens. Für das Land und für euch selbst. Auf diese Weise könnt ihr euch reinwaschen. 9 Leben im Tausch für meines. Ein großzügiges Angebot, wie ich finde. Habt ihr noch Fragen? Nur, wo ich anfangen soll. Nun gut. Reitet nach Damaskus. Sucht den Schwarzmarkthändler namens Tamir. Lasst ihn den Ersten sein. Besucht den Verbindungsmann, wenn ihr dort ankommt. Ich schicke einen Vogel, der den Rafik von eurer Ankunft unterrichtet. Ihr werdet sehen, er hat euch viel zu bieten. Wenn ihr das für das Beste haltet? Das tue ich. Und ohne seine Zustimmung könnt ihr eure Mission nicht beginnen. Was soll der Unfug? Ich brauche seine Erlaubnis nicht. Das ist Zeitverschwendung. Es ist der Preis, den ihr für eure Fehler zahlen müsst. Als Fedai steht ihr nicht nur mir Rede und Antwort, sondern der ganzen Bruderschaft. So sei es. Nehmt eure Ausrüstung und geht. Beweist, dass ihr uns noch nicht ganz verloren seid. Werden wir machen, Al-Mualim. Mit ne Katze umzubringen wäre einfacher. Die hat nur 7 Leben. Jetzt bekommen wir erstmal schön viel Ausrüstung. Oder? Ich glaube, diese versteckte Klinge. Neue Waffen erhalten. Schwert, neue Waffe erhalten, versteckte Klinge. Sie können im Hof trainieren. Ja, das machen wir auch gleich. Der Part ist zwar zu Ende schon, aber das mache ich eben noch. Wo rennt er denn weg? Wie findet ihr das eigentlich? Moment. Alter, ihr, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge. Ja, den zeigen wir es jetzt. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ja, ihr machen wisst. Wir. Machen wir. Und zwar in diesen Filmsequenzen. Wie findet ihr das, wenn der Bildschirm so flimmert? Soll ich dann auf die Nahaufnahme drücken oder soll ich dann eher die Sicht auf Alter ihr lassen?
Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr besser findet. So. Was sollen wir machen? Ja, abwehren, das habe ich doch gerade gemacht. So, drücken Sie 0, um anzugreifen. Habe ich? Combo-Kill. Drücken Sie linke Maustaste, um anzugreifen. Drücken Sie linke Maustaste erneut, wenn Ihr Schwert den Gegner berührt. Ja, und? Ja, das war doch... was war daran nicht so schwierig? Auf geht's! Die! Ja, los! Moment! Ja, was hab ich... Drücken Sie Angriffstaste. Okay, um anzugreifen. Ja, habe ich gemacht. Und dann erneut drücken, wenn Ihr Schwert den Gegner berührt. Wann berührt ihr deinen Gegner? Okay, dann komm nochmal her. Jetzt geht's. Okay, verstanden. Nochmal. Ah, verdammt. Jetzt. Okay, so geht's. So dann, zeig, was du kannst. Und so, meine Schüler, sollte ein Mann... Ja, so sollte ein Mann kämpfen. Auf jeden Fall. Kampf trainieren, Combo Kill, nee, Tutorial verlassen. Ihr seid beschäftigt, ich verstehe. Ja, sind wir. Gut, das war dieser Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.